Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK. Mit dabei ist der Kevin. Moin! Musik ist schon läuft. Wieder keine Hype mehr. Ich glaube, da habe ich noch was. Nein, da habe ich keins mehr im Inventar. Ich wollte gerade zugeben, dass ich das aus Versehen geklaut habe, aber dem ist nicht so. Kann sein, dass es in der Werkbank drin ist. Guck mal, in der Schmiede. Wir haben doch in der Schmiede. Genau. Der Schmelzer. Und in der Schmiede ist auch noch drin. Das Metall wird langsam knapp. Im Sinne von, es schmilzt nicht schnell genug. So, ich glaube, das geht jetzt nicht mehr kaputt. Ein Bett. Warte kurz. Bitteschön. Oh, danke schön. Dann baue ich mal den Schlafsack ab. Ich nehme ihn einfach mal auf. Bei dem Bett sogar nur Owner steht und dann mal Bed Owner. Ich glaube, wir brauchen nur das eine, aber bau halt einfach mal eins hin. Sieht eh schöner aus. Am besten direkt daneben, so Familienbett. Nee, ein bisschen Platz muss schon sein. Fast Travel, ich könnte jetzt zum anderen Bett. Distance 231. 200. Okay. Das liegt daran, dass der Pfeil auf der Minimap auch an der falschen Stelle liegt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Witzig ist, du würdest deine Items verlieren, wenn du es machst. Ja, die würden droppen. Ich weiß nicht, ob die droppen oder ob die dann weg sind, wenn du es vergisst. Ich glaube, sie droppen einfach nur. Leere Lampe! Hui! Schon wieder? Bei mir hat er vorhin einen Salto gemacht. War witzig. Bei mir hat er jetzt hin und her gewirkt. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich packe jetzt einfach mal das Sniper Rifle aus. Einfach, dass man es mal gesehen hat. Sniper Rifle. Munition dazu. Und dann suche ich mir irgendwas zum Umlegen. Gleich nachdem ich gehustet habe. Willst du mit? Nö. Okay, dann schnapp ich mal kurz Pete. Beziehungsweise ich nehme das Boot. Und fahr mal Hier kurz in diesem... Pete nehmen, der hat den XP-Buff jetzt gekriegt. Okay. Dann, du hast gemeint, da hinten wäre irgendwie eine Insel mit nur Luschi-Viechern. Da und die kleine Insel nebendran. Alle Inseln nebendran. Gibt sogar eine, die ist ganz klein, da sind glaube ich sogar nur Dodos. Ach, hier ist ein Perry unterwegs. Ach, okay, der XP-Buff ist nur so lange, solange sie um leere Lämpel rum sind. Und nur leere Lämpel kriegt dann den Effekt. So, Leute, jetzt wird's. Es dann an alle warte mal kurz, jetzt wird's nämlich interessant. Alter! Oh. Der Boden hat hier am Haus noch gewippt. Hat was. Gefällt mir. Ich glaube, ich müsste es mal. Ich lade es mal kurz nach. Oh. Ein unsichtbares Magazin. Okay, es ist die Nachladeanimation vom normalen Fabricated Sniper Rifle. Ey, nein. Ja, ist ja kein Problem. Nein. Das Lied läuft gerade das Lied Saved Me Now. Vor dem Ding kann dich niemand retten. Ja, es laggt. Hier war doch ein Haufen Viehzeug unterwegs, wenn ich noch richtig weiß. Hör auf zu laggen. Hier war doch ein Haufen hässliches Viehzeug. Die begehen hier ständig Selbstmord und springen von oben in ihren Tod. Hört auf damit. Mal gucken, ob die Render Distance so weit reicht, dass man hier die Viecher sieht. So, einmal landen. Das ist mir zu riskant. Da rutsche ich wahrscheinlich ab. Kann man hier landen, ohne sofort getötet zu werden? So, das scheint zu gehen. Mal kurz checken. Ja, sieht gut aus. Na, ich lag daneben. Nein, 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 er ist schon wieder. Hast du einen an der Waffe? Was ist jetzt los? Dilphosaurusse. Ich verschwende gerade meine teure Muni an die Viecher. Abflug. Oh, er ist gelähmt. Ah, jetzt geht's vorwärts. Ich wollte eigentlich kurz landen, du hast nichts gesehen, auf einmal waren die Viecher da.
Alter, leck das, wenn ich in die Nähe von unserem Haus komme. Alter, leck das. Ey, ja, das ist, wenn du das erste Mal anfliegst, gibt's kurz einen Leck. Okay. Na, Kleiner. Boah, haben wir noch 25 Eisen? Ja, in der Kiste, wo das Material drin war. Müsste noch was drin sein. Aber der Harvester hat auch nichts mehr drin. Ich geh mal kurz holen. Nee, in der Kiste, wo das Material für die CNC-Maschine drin war. Da müsste doch genügend drin sein. Ja, aber trotzdem brauchen wir irgendwann Nachschub. Da es sind noch 70 drin. Die brauchen wir da drin überhaupt nicht mehr. Siehst du auch gerade, dass der Harvester den Kopf in den Boden steckt? Nein, weil ich bin gerade im Haus. Wo bist du denn? Oh, läuft jetzt. Jetzt hat er sich zurückgesetzt. Okay. Schade, hätte ich gern gesehen. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ich hab's vergessen. Wie viel brauche ich denn noch bis zum nächsten Level? Oh, das geht mir viel zu langsam. Kann ich eigentlich... Ancient Workbench. Habe ich auch gerade gelernt. Zwei Deppen, ein Gedanke. Ja. Was braucht man denn für diese Ancient Bench alles? Kristall. 400 Eisen! Ja. Übrigens in der Kiste für die CNC-Maschine ist kein Eisen mehr. Das habe ich gerade in die Werkbank gepackt. Okay, ich brauche nämlich gerade mal 25. Okay, dann tu dies. 400 Eisen. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Ofen. Ja, was hältst du davon, wenn ich oben noch eine zweite Smithy aufstelle? Ich würde sagen, wir bauen uns zwei Foundations und bauen uns eine Megaforge. Ja, aber bitte weiter weg. Das Ding ist dermaßen laut. Nein, ist sie nicht. Die ist nur dermaßen groß. Ja, trotzdem, ich hätte die halt gerne so ungern hier mitten nebendran. Aber von mir aus bauen wir sie. Ja, warte. Ich baue sie direkt hinter das Haus. Ist ja kein Problem. Da kann man auch gut mit dem Dino anfliegen und abladen. Hinterm Haus ist genügend Platz. Oh ja, ich brauche auch noch einiges an Eisen. What the fuck? Was brauchten die an Material? Mega Forge. Refining Forge and Smithy. Was brauchten die an Material? Moment, ich glaube, ich habe die schon gelernt. Die kann man als Smithy machen, ne? Müsste. Structures, Crafting. 15 Flint, 195 Hide, 60 Wood. Kein Eisen? Doch 30, aber das ist noch drin. Also ich brauche noch 15 Flint. Dann haben Moment. Wir alles. 15, sagst du? Ja. Okay, Sekunde, kommt gleich. Da. So, warte, ich pack's denn die Smithy. Dann noch ein bis zwei Foundations. Die müssten noch unten sein, wenn nicht, mache ich schnell welche. Foundations sind doch keine mehr da, das heißt ein bisschen Holz, ein bisschen Thatch, ein bisschen Fiber. Und zwei Foundations oder drei? Zwei reichen. Ja, das ist, glaube ich, so groß wie eine und zwei einfach nur, damit es ein bisschen besser aussieht. Gut, Moment. Kommt. Halt. So. Fertig. Soll ich mal draußen hinter das Haus stellen? Die zwei Foundation. Jo. Da kommt übrigens eine lila Kiste runter, hinten auf der Insel. Oh, nice. Guck ich gleich. Ja, so hier. Hier ranbauen einfach. Verstört's ich versuch's. Nicht. Das ist ein bisschen... Nee, so hoch kann ich sie nicht bauen. Also entweder... Hier würde es gehen, erhöht. Halt so. Ja, jetzt stehen sie am Haus, jetzt ist da nicht so eine riesen Lücke drin. Ich bin gespannt, gleich leckt's bestimmt. Ja, das Fertig. Ist gut. Guter Plan. Jetzt brauchen wir nur noch Eisenerz. Holst du aus der Kiste Eisenerz, dann check ich mal die Kiste, die da hinten angeflogen kommt. Durchstarten, mein Freund. Ach so, Gott, die ist noch so weit oben. Es dauert noch ewig, bis die runterkommt. Ach ja, ich guck mir jetzt mal hier aus den Wald. Aus welcher Kiste Eisenerz?
In der anderen Forge, Smithy, Refining Forge, da ist noch Eisen drin. Ah. Ja, falsch. Okay, interessant. Was ist das? Was ist das für eine Arena, die man da in der Mitte auf der Karte sieht? Was heißt, beziehungsweise, das heißt Mitte? Relativ weit im Westen. Das ist eine fliegende Insel in der Mitte. Interessant. Das ist der Santa. Ah, okay. Da müssen wir bei Gelegenheit auch mal einen Besuch machen. Ich denke da wieder an so einen Querz mit Plattformsattel. Wir wissen jetzt inzwischen, ja, wo man einen Querz findet. Mehrere habe ich schon gesehen, also ja. Holst du jetzt die Kiste? Jupp. Kam gerade an. Oh, hat doch nicht so lange gedauert wie gedacht. Da flattert er hin. Wenn du willst, latsche ich mit dem Harvester mal schnell in den Wald und hol noch ein bisschen Metall. Jo. Gut. Blueprint. Apprentice Longneck Rifle. Und okay, eine Mastercraft Longneck Rifle. So, da werde ich jetzt mal den Bohrer verwenden. Ach, das war der Bohrer. Okay, ich bin ein Doofkopf. Reichen 700 Eisen? Erz. Vorerst, ja. Ich leg dir mal die Longneck Rifle in deine Box. Ist zu schwer. Okay. Ist das die Blueprint oder das fertige Rifle schon? Das ist ein Mastercraft fertiges Rifle und die Blueprint ist nur Apprentice. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber du hast schon mal eine richtig starke Waffe und eine, die mit viel Durability ausgestattet ist. Das ist gut. Er ist immer noch viel zu schwer. Ich schmeiß mal die paar tausend Steine weg, die da drin stecken. Nochmal 1000 Stein. Drop. Jetzt müsste er sich gerade so wieder bewegen können. Immer noch nicht. Wenn du F drückst, guck doch, wie schwer er ist. Wie viel von wie viel. 14.882 von 15.000, aber er kann sich immer noch nicht bewegen. Ja, 10%. Dann fliegt halt noch ein bisschen Limestone raus. So, wir haben zwei Beer Barrels. Okay, dann fliegt das Holz jetzt noch raus. Und in Gottes Namen die 200 Eisen. Okay. Es geht vorwärts, langsam aber sicher. Komm mal angerutscht. Hey. Pass. Flutsch. So, ich nehme mal die Hälfte raus. Stopf alles rein. Nee, der kann doch selber auch verarbeiten. Achso, ja gut, okay. Also die Hälfte, du meinst, du hättest mir was Hälfte in die Kiste geschmissen? Hm? Ja, ein Longneck Rifle. Benutzt Simple Rifle Ammo. Kann man, glaube ich, in der Smithy herstellen. Jupp. Ich mache mal 10 Schuss oder so. Schauen wir mal. Das Longneck Rifle kann übrigens auch Tranquilizer Darts verschießen. Okay, ich mache mal 4 Patronen. Zu mehr reicht's gerade nicht. Dann probieren wir das doch gerade mal spaßeshalber aus. Mal wieder ein bisschen rumgeballert in der Folge. So. Das sieht schon mal lustig aus. Gut, es ist Single Shot, aber hey, was soll's. Fling. Langsam, aber bestimmt durchaus effektiv, das Ding. Darf ich dir ins Bein schießen? Nein. 185,4% Weapon Damage. Ist gut. Ja. Pack's mal wieder in die Kiste. Wo kriegt man denn Black Pearls her? Manchmal, wenn du Glück hast und Trilobiten und Muscheln aufmachst, sind manchmal auch schwarze Perlen drin. Ich hab's zwar so noch nicht gesehen, es ist extrem selten, aber es gibt es. Einfach, dass ich den Scheiße mal aus dem Inventar raus hab. Slots 6 von 3. Okay, aber ich nehme mal
das gebratene Fleisch daraus. They can be obtained harvesting dead death worms, Eurypterid and Alpha Mosasaurus. Was ist mit denen? Die droppen. Die droppen? They also can drop as rare loot when catching fish with a fishing rod. Okay. Das heißt, du fängst jetzt an zu angeln. Ja, wir können die Black Pearls auch herstellen, aber dafür brauchst du erstmal 30 Stück, glaube ich, um die Maschine herzustellen. Because fuck logic. Oh ne, sogar nur 10. Ah ja, trotzdem. Ja. Die Mega Forge ist ja relativ schnell, ne? Einigermaßen. Ich brauche Metall. Inventar. Ah ja, da sind schon mal 80 drin. Die werden jetzt gleich mal komplett unfunktioniert zur Munition. Ehrlich, ich brauche einen Bogen, um eine Angel zu bauen. Was? Knotest du gerade die Sehne vom unteren Ende ab, oder was? Wahrscheinlich. So, ich guck mal, was brauche ich, um eine Angel zu bauen? Holz, Fiber, Thatch. Also machbar. So, wir machen erstmal... Angeln ist übrigens erst seit kurzem in Ark. Ah, so wird es dann wahrscheinlich auch noch funktionieren, ne? Weiß ich nicht, ich probier's jetzt aus. Also so. Wenn ihr mich für die nächsten 20 Folgen nicht mehr seht, dann... Dann ist er beim Angeln. Oder beim Angeln abgesoffen. Weiß man doch nicht so genau. So. Weiß halt nicht, ob ich, wenn ich was dann am Haken habe, ob ich was drücken muss. Wir haben übrigens noch eine Wooden Railing in der Kiste gehabt. Die packe ich jetzt mal oben an die Leiter. Genau, dass man nicht mehr runterfliegt. Das ist eine super Idee. Ich mache gerade auch ein bisschen Shotgun-Ammo. Doch, jetzt sollte man rein theoretisch. Probier's mal aus, climb up. Also bleib's dran hängen. Okay, wunderbar. Kannst also W gedrückt halten, bis du oben ankommst, ohne dass du Angst haben musst, dass du wegfällst. Praktisch. Munition. So. So, alles klar. Angeln. Die 0 von 0, was brauchen die jetzt bitte? Wahrscheinlich Fleisch als Köder oder so irgendwas. Wenn du fangen willst, Fische, du brauchst einen Köder. Oder du schmeißt eine Stange Dynamit ins Wasser und wartest, dass er auftaucht. Das da. Und, Ach, du Schande. Oh Gott, wer macht denn das Fischen so unfassbar umständlich? Kompliziert, ja. Die haben sich bestimmt Profifischer geholt, der ihnen erklärt, wie es geht. Und der hat es so kompliziert da und überspitzt dargestellt, dass sie jetzt gemeint haben, sie müssen gnadenlos übertreiben. So, wir nehmen das Ding mal mit. Ich gehe mal in den Wald eine Runde jagen. Jupp, ich baue in der Zwischenzeit einen Tree-Sap-Tab. Okay, wir haben zwar nicht mehr viel Zeit für die Folge, aber trotzdem, ich werde noch irgendwas zum Abknallen finden. Und, wer kennt das Lied? Schreibt's mal in die Kommentare, woher ihr es kennt. Kennst du's? Ja, natürlich. War doch gerade erst bei dir, da haben wir's gehört. Stimmt. Jetzt erfährst du mal, wie es weitergeht. Ich weiß, wie es weitergeht. Ich hab das Lied auch auf dem Rechner. Was sich lohnt, umzunieten. Ich glaube, ich muss die Render Distance mal hochdrehen, dass die Viecher das größere Entfernung sehen kann. Soll ich... Nee, ich lass den Stego da hinten im Wald mal leben, okay? Jo. Lelelelelele. Flink. Schönes Unterhebelgewehr. Gefällt mir. Die Palmen in der Nähe vom Felsen am... auf der... Seite ja, von ich seh's. Ich seh dich. Ich seh dich. Okay, die bitte nicht umnieten. Da baue ich jetzt Triceps dran.
Erinnere mich bei Gelegenheit nochmal dran. So weit laufe ich sowieso nicht. Apropos weit laufen, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Deswegen sagen wir für diese Deswegen sagen wir für diese Folge vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir müssen dringend mal diese Saurier-Ansammlung da ein bisschen sortieren. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. So, jetzt muss ich auch noch lernen, wie ich einen fucking Tree-Sap baue. Ja, in der nächsten Folge erklärst du uns dann, wie es geht.